Mumble ist eine beliebte Alternative zu TeamSpeak, vor allem weil es Open Source ist und kostenlos auf dem Server betrieben werden kann. In diesem Video schauen wir uns die Installation auf einem Ubuntu-Server an und gleichzeitig klicken wir uns danach noch ein verifiziertes SSL-Zertifikat von Let's Encrypt. Kleiner Spoiler, das mit dem SSL-Zertifikat wird der kompliziertere Teil, aber das kriegen wir auch hin. Ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel geschrieben. Ich muss ja hier jetzt ein paar Befehle ausführen. Die sind natürlich alle auch in der Videobeschreibung zu finden. Als erstes geht ihr mit PuTTY auf euren Ubuntu-Server und damit ihr seht, was ich für ein OS-Release habe. Ich habe Bionic Beaver, die Long-Term-Support-Version und mein Anbieter ist Scaleway. Falls ihr Probleme mit der Installation habt, macht vor der Installation mal den Befehl unminimize. Bei Scaleway ist die Besonderheit, dass man eine minimalistische Ubuntu-Version scheinbar bekommt, wo nicht alle Pakete vorinstalliert sind. Deshalb, ja, wenn ich da den VPS mir klicke, führe ich erstmal den Befehl unminimize aus. Gut, wenn ihr das gemacht habt, geht's mit der Mumble-Installation los. Als erstes führen wir mal hier die Befehle apt-get-update aus. Eventuell müsst ihr die mit sudo ausführen. Ich bin ja schon der Root, da kann ich das direkt machen. Auch ein Upgrade solltet ihr machen, dann schaut er, ob es irgendwas zum Upgraden gibt. Bei mir gibt es jetzt nichts. Und jetzt kann ich einfach den Mumble Server einmal installieren. So, Mumble Server installiert. Wir führen diese Reconfigure Option einmal aus. Und jetzt fragt er mich, ob er was Server Boot mitstarten soll. Ja, bestätige ich mit Yes. Und auch hier nochmal Yes, dass er mit einer höheren Priorität als alle anderen Prozesse läuft. Und jetzt kann ich hier das Passwort für den Super-User-Account festlegen. Das habt ihr euch hoffentlich von eurem Passwortmanager generieren lassen und ich klicke auf OK. So, das war der einfache Teil. Jetzt braucht man ein SSL-Zertifikat. Ein Self-Sign-Zertifikat gibt's schon, ist aber nicht wirklich elegant, da muss man immer Warnungen wegklicken. Deshalb habe ich mir jetzt gedacht, installiere ich einfach mal den Apache 2. Das hat nur die Bewandtnis, dass wir den brauchen, um nachher den Certbot laufen zu lassen. Das ist ein Automatismus von Let's Encrypt, der euch eben dieses Zertifikat ausstellt. So, dazu lasse ich jetzt hier diesen Befehl einfach mal laufen. Apache 2 wird ausgeführt und wir gucken gleich, ob der Apache dann auch läuft. Dazu bin ich jetzt auf meine Domain gegangen, also meine heißt jetzt hier einfach mumble.myflexdomain.de. Domains könnt ihr günstig zum Beispiel bei der Domain Offensive kaufen, da ist jetzt auch meine her und dann habe ich einfach die IP dort hinterlegt von meinem Virtual Private Server. Der hat auch eine Domain dabei, die ist aber hässlich lang, deshalb nehme ich einfach die. Also als erstes sehe ich mal, dass wir eine Verbindung haben, hier oben sehe ich auch, dass ich kein SSL habe. Das heißt für mich, naja, Port 80 funktioniert. Und ich gehe mal auf die Seite vom Certbot und hier kann ich mir raussuchen, wie meine Webseite läuft. Bei mir ist Apache und vorhin haben wir gesehen, dass wir Ubuntu haben mit Bionic Beaver und dann kommen hier direkt die Anleitungen, die ich ausführen kann. Das mache ich jetzt auch, das ist das, was ich auch bei mir im Spickzettel stehen habe. Spickzettel wieder auf und ich feuere jetzt einfach mal die Befehle nacheinander ab. Falls ihr natürlich eine andere Konfiguration habt, hier oben einfach entsprechend was anderes wählen. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ja, ich bin jetzt mal still und Zeitraffer. Wenn ich Certbot Apache jetzt hier ausführe, dann fragt er mich nach meinem Domainnamen. Und das haben wir ja vorhin schon gesehen. Das ist eben mumble.myflexdomain.de. So, hier wählen wir natürlich die 2, immer alles umleiten auf HTTPS und das sollte es gewesen sein. Ich mache jetzt hier mal einen Reload und jetzt sehe ich oben das Schloss und HTTPS, zack, so schnell hat man ein Zertifikat. So, was für uns jetzt aber viel spannender ist, ist dieser Teil, da stehen nämlich die Pfade drin zu den Zertifikaten. Ich kopiere mir das mal hier unten drunter und als erstes machen wir mal hier unseren Try Run. Das ist wichtig, damit sich das Zertifikat auch regelmäßig erneuern kann. Er macht jetzt hier einen Fehler und ein Success, das ist aber auch okay, denn ich habe auch noch eine andere Domain hier, das ist die von Scaleway, die muss er auch nicht erneuern, mir reicht es völlig, wenn er jetzt mit diesem Mumble My Flex Domain hier zurechtkommt. Jetzt bin ich mal hier im Wiki von Mumble, denn da brauchen wir jetzt diese beiden Keys eben, also den SSL-Key und das SSL-Zertifikat. Dann brauche ich einmal die Mumble Server Ini, die liegt unter etc, okay. Ist die Frage, ob er da schon was drinstehen hat. Er hat hier zumindest mal vordefiniert die beiden Werte. Ich gehe wieder in meinen Spickzettel. Als erstes will er das Zertifikat haben. Und hier will er dann den Private Key haben. Das Ganze speichere ich einmal ab.
den Mumble-Server starte ich jetzt einmal neu und hoffe mal, dass er jetzt das Zertifikat übernommen hat. Jetzt installiere ich mir auf meinem Windows-PC einfach den Client von Mumble und wir schauen mal, ob das alles funktioniert. Der Mumble-Client ist installiert und wir versuchen uns jetzt mal zu verbinden. Wenn wir keine Warnung zum Zertifikat bekommen, dann hat das mit dem Let's Encrypt-Zertifikat offensichtlich geklappt und wir versuchen uns jetzt hier auch gleich als Super-User anzumelden. Das heißt, ich gehe hier oben auf Server, auf Verbinden. Und jetzt kann ich mir hier die öffentlichen Server raussuchen, aber ich muss meinen natürlich erstmal manuell hinzufügen. Und die Adresse ist halt, wie wir es schon hatten, mumble.myflexdomain.de. Port ist Standard. Und beim Benutzernamen nehme ich mal Superuser, hieß das Ding, glaube ich. Genau, und sobald ich den eingebe, will er ein Passwort haben. Das hatten wir ja vorhin festgelegt. Und ich gehe mal hier auf OK. Der ist jetzt hier oben bei Favoriten drin, hat eine ganz gute Latenz. Und ich klicke auf Verbinden. Keine Warnung bekommen. Hier ist auch schon ein Kanal eingerichtet. Und ich kann jetzt hier ja schalten und walten, so wie ich möchte. Also, damit haben wir Folgendes geschafft. Wir haben auf unserem Ubuntu-Server den Mumble-Server installiert, haben Apache installiert, haben über den Certbot von Let's Encrypt uns ein Zertifikat geholt und konnten uns jetzt dann letztendlich damit erfolgreich verbinden. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich selbstverständlich über ein Abo. Ansonsten bekommt ihr hier noch zwei weitere Videos im Abspann.